Jetzt kriegst du einen Bleieinlauf. Runter mit dem Kopf, du Trottel! Hier die New Bordeaux Nachricht. Wahrhaftig verloren. Ich habe mich mit Leuten von der Sache. Beweg dein Internet! Habe ihnen in die Augen geschaut und die Fratze des Bösen gesehen. Aber solche Ansichten kann man nur ändern, indem man. Klaut der Typ da etwa ein Auto? Scheiß drauf, ich ruf die Bullen. Hab eine Menge Horrorgeschichten gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Jetzt schreiben wir selbst welche. Scheiße, der will sich mit uns anlegen. Muss mich weg, du
Suche Deckung! Ist. Die scheiß Spaghettis haben einen Saustall draus gemacht. Bring dein Arsch hier raus! An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Seid ihr, dass ich wegen euch die Bullen rufen muss? Sie müssen sofort! Thank you.
Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Komme schon, nur einen Augenblick. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Vorsicht! Ein Arschloch mit der Knarre! Trägt der Bursche da eine Waffe? Der Digger ist ja... verständigt werden. An alle Einheiten. Es liegt eine Meldung über einen männlichen Schwarzen vor, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Scheiße, ist das eine Knarre? Was zur Hölle war das? Dieser Bereich ist gesichert. Versuchen wir es mal da drüben. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifdienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifdienst wieder aufnehmen. Macht euch gut für Schichtübungen. Thank you.
Barry here to tell you that ground chuck is on sale all week for 45 cents a pound. Great for burgers, great for chili, great for spaghetti and meatballs. Barbieri's Deli. When it comes to meat, mine can't be beat. Come on down. Hey, Vorsicht, du konntest Birkland. Hab gehört, was du mit Richie Doucette gemacht hast. Bin froh, dass du noch weißt, wie es geht. Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du wirst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Sal hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Scaletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano, ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er Sal bezahlen. Meins muss man Scaletta lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Sal seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco. Und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Scaletta wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen. Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Scaletta auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen.